Hallo und willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus absolut ungewohnter Umgebung und zwar aus Griechenland, aus der Region Messinia, direkt von unserem neuen Projekt auf meeresurlaub.at. Aber was ist das? Das hier ist ein Haus mit einem atemberaubenden Ausblick. Du hast direkt das Meer zum Greifen nahe, direkter Zugang auf einen Strand. Das ist ein neuer Ruhepol für mich. Und wenn du wissen willst, was es auch dir bieten kann, dann begleit mich, denn ich zeige dir, was dieses neue Projekt, das auch du besuchen kannst, konkret für dich bietet. Dieser einmalige Platz liegt auf der Halbinsel Peloponnes, hier in Griechenland, 3 Autostunden von Athen entfernt. Ich bin mit dem Flugzeug angereist und eben dann 3 Autostunden. Gibt aber im Sommer auch die Möglichkeit, ins nahegelegene Kalamata zu fliegen und dann ungefähr 1 Autostunde entfernt. Aber es geht natürlich auch ganz mit dem Auto, wenn du aus Deutschland oder Österreich anreist über die Balkanroute. Von Wien sind es hier 16 Fahrstunden, also auch das ist möglich. Das Video teilen wir in 2 Teile. Der erste ist das Haus, die Wohnmöglichkeiten, die Räume, all das, was du hier im Haus hast. Und dann gehen wir über unseren privaten Zugang am Strand. Da zeige ich dir, was es da an Möglichkeiten im nahen Umfeld gibt. Und du findest unterhalb von dem Video Zeichen, Marken, damit du immer hin und her springen kannst und dir anschauen kannst, was gerade für dich passt. Und ich mag dich gleich bitten, dem Video Daumen nach oben zu geben. Das wäre einfach großartig. Und teil das Video, wenn du Leute kennst, die auch Ruhe suchen und für die das passen könnte. Ja, dann herein in die gute Stube. So schaut's aus. Ein großer, offener Bereich. Schöne Küche. Gleich daneben der Essbereich, natürlich alles mit Meeresblick. Und was mir ganz besonders gefällt, das ist diese Bauweise, diese hohe Bauweise. Mir wurde gesagt, das ist typisch griechisch, um einfach die Hitze weiter nach oben lenken zu können. Wobei alle Räume haben eine Klimaanlage, das bedeutet, wenn es wirklich ganz, ganz heiß wird, dann bist du auch damit dabei. Dann Wohnzimmer mit Sofa. Natürlich alles mit Meeresblick. Der Sessel, der ist mein Liebling, der ist super zum Sitzen. Gut, dann da ein Essbereich und eines der Highlights in diesem Haus, das ist auf jeden Fall das hier. Also das ist das oder das Highlight, das ist schwierig, aber es ist einfach großartig. Du stehst auf, es gibt ein Schlafzimmer hier in dieser Einheit, machst ein paar Schritte und hast diesen Blick, ich meine, das Rauschen des Meeres, das ist absolut atemberaubend, absolut atemberaubend. Was ich vergessen habe, ist, dass es einen weiteren Eingang gibt oder Ausgang gibt, der ist hier hinten, nämlich auf diese große Terrasse mit diesem tollen Tisch, der übrigens aus Waldurlaub stammt, also der kommt aus Österreich, der wurde hierher transportiert nach Griechenland. Und es gibt hier auch noch eine Schlafeinheit und zwar auch direkt über in einer Ebene. Wir haben hier jetzt dann Toilette, da ist auch eine Dusche mit dabei und ein schönes Waschbecken. Alles so, wie man es braucht und sehr geschmackvoll. Hier der Blick nach draußen in den Vorgarten. Und dann hier eben das Schlafzimmer mit Doppelbett und mit einem eigenen Schrankraum wieder raus direkt auf die Terrasse. Also hier geht es nach unten in die zweite Wohneinheit und natürlich hast du immer das wunderbare Meer im Blick, also das ist ja das, das Schöne dabei. Also die zweite Wohneinheit, die befindet sich hier, da ist dann auch noch eine Außenterrasse, das zeige ich dir noch. Hier gibt es eine Außendusche, hier jetzt dieser Terrassenbereich. Ja, und zwar von dieser Terrasse kannst du gleich direkt in die Wohnbereiche gehen. Die sind baugleich. Du hast linke Hand und eben rechte Hand eines. Dazwischen ist eine Toilette. Und dann eben hier Wohnbereich Nummer 1. Sind baugleich gemacht, also mit einem Doppelbett
und einer kleinen Dusche und einem Waschbereich und eben diesen Meeresblick. Und das kann ich dir sagen, also das ist da jetzt aktuell mein Zimmer und beim Aufstehen machst du 2 Schritte und schaust da raus. Also das ist einfach... Und ich bin dann gleich rausgegangen, hier auf die Liege und habe darüber geschaut. Die Sonne, also das ist jetzt wirklich südseitig hier raus, da drüben ist Osten, Sonne geht auf und strahlt dann das ganze Meer an und eben an diesem Bereich des Strandes, das ist, hurra ist das. Das ist das Haupthaus, das habe ich dir schon gezeigt mit den 2 Wohneinheiten und noch einmal den wunderbaren Meeresblick, also das kann man, ja, ist wunderschön. Aber es gibt auch noch einen weiteren Wohntrakt, das ist das Gästehaus, auch da ist eine Wohneinheit, die zeige ich dir jetzt gleich. Aber jetzt insgesamt auf dem gesamten Grundstück sind immer wieder ganz alte und schöne Olivenbäume und auch die Vegetation mit Feigenbäumen oder auch diese blühenden Blumen hier. Es ist einfach ein traumhaftes Ambiente. Na, dann schauen wir einfach einmal rein in dieses Gästehaus, in diesem Bereich. Hast du einen kleinen Vorraum. Es gibt 2 Schlafzimmer, einmal mit Doppelbett. Das haben wir hier. Ausgang auf eine eigene Terrasse. Und hier gibt es 2 Einzelbetten. Ja. Wie gesagt, kannst da jetzt direkt rausgehen auf die Terrasse, wieder mit dem Meeresblick. Gut, dann schauen wir rüber ins Badezimmer. Auch das ist sehr geschmackvoll und schön eingerichtet und hergerichtet. Und ja, auch hier WC selbstverständlich. Eigenes Fenster und eine Dusche, die für diese Wohneinheit gedacht ist. Auch alles sehr, sehr schön und geschmackvoll gemacht und natürlich mit eigener Klimaanlage, das darf man nicht vergessen. Das Haus, dieses Schmuckstück, das hast du jetzt gesehen, aber ich bin mir sicher, du willst auch wissen, wie es mit dem Strand, dem Meer und den anderen Aktivitäten ausschaut. Und dazu kannst du mich jetzt begleiten. Wir gehen jetzt direkt, das ist wieder nur ein Katzensprung, runter zum Meer. Das ist ein privater Weg, der direkt vom Haus zum Strand führt. Wunderschön ist es dort, wirklich wunderschön. Aber sie selbst. Vom Haus runter zum Strand dauert es nur wenige Minuten. Warum? Weil du hast einen eigenen privaten Zugang zum Meer über diesen alten Ziegenweg hier. Diese Ziegenwege wurden früher angelegt, um die Tiere, die oben halt ihre Weidefläche hatten, herunterzutreiben auf den Strand. Aber nicht zum Baden, so wie wir das tun, sondern da unten. Da gibt es Süßwasserquellen, da sickert das Wasser durch dieses Material hier durch und das ist die Idee dahinter. Und diesen Weg, ja, den können wir jetzt nutzen, um auch auf den Strand runterzukommen. Dieser Weg ist ein privater Weg, den teilst du dir mit 3 oder 4 anderen Häusern und kannst in wenigen Minuten, 4, maximal 5 Minuten, wenn du dir Zeit lässt, direkt unten am Strand stehen. Das ist ein echter, wirklicher Vorteil. Am Weg runter wachsen unter anderem diese wunderschönen Blüten hier. Man sagen lassen, dass die mehrfach im Jahr blühen. Und da sind hunderte Schmetterlinge. Überall, alles voll mit Schmetterlingen. Wunderschön. Also ich muss mich korrigieren, ich bin jetzt da runter marschiert. Das sind 70 Schritte. Hat 2 Minuten gedauert. Also wahrscheinlich bin ich das erste Mal so fasziniert herummarschiert. Aber das... Der Weg da runter ist in 70 Schritten in 2 Minuten erledigt, also dann kann es losgehen. Ja, da bin ich nun am Strand und schau mal, hier oben, da ist das Haus. Du siehst, es ist wirklich nur ein Katzensprung und du bist direkt am Meer. Aktuell ist das hier Kies, da kommt aber wieder Sand. Das machen nicht wir Menschen, sondern das Meer. Die hier leben und die Einheimischen haben mir erklärt, es ist so, dass ein 2, 3 Monate hier Sand ist, dann wird die Brandung, die Wellen wieder höher, dann wird der Sand wieder etwas nach draußen gespült und dann kommt der Kies. Und dann wechselt das Ganze wieder und dann hast du hier wieder einen Sandstrand. Also, so schaut das hier aus. Aber das ist ja nicht der einzige Strand, den du nutzen kannst. Du hast hier 3 separate Strände. Den ersten Strand, den erreichst du über den privaten Ziegenweg, den ich dir gerade vorher gezeigt habe.
Und dann gibt es zwei weitere Strände hier hinten. Die sind über einen öffentlichen Weg erreichbar, 10 bis 15 Minuten Gehzeit. Die haben das ganze Jahr über Sand, ja, das ist auch ganz nett, und beide verfügen über eine Höhle. Der weiteste Strand, der dritte, ist 400-500 Meter entfernt. Das heißt, du hast alles wirklich sehr, sehr nahe beisammen und kannst so das Meer jederzeit ohne Einschränkung genießen. Mal rein ins kühle Nass, denn wenn ich schon einmal in Griechenland bin, ja, dann muss ich natürlich auch das Meer genießen, obwohl ich kein begnadeter Schwimmer bin. Aber das muss gar nicht sein, denn neben Baden und klassischem Schwimmen hier direkt am Strand kannst du schnorcheln gehen, du kannst surfen, Windsurfen. Dann habe ich einige Leute gesehen, die mit dem Kanu hier die Küste entlang fahren und hier fotografieren und die Umgebung erkunden. Auch das Angeln, das Fischen mit einer Rute ist erlaubt, aber auch beim Schnorcheln zum Beispiel Unterwasserfischen mit einer Harpune. Alles das ist machbar. Aber weißt du, es ist so schön und ruhig hier jetzt. Ich habe gar keine Lust, irgendwas zu machen, außer im Meer zu schwimmen und baden. Oh. So wie es ausschaut, habe ich jetzt einmal eine richtige Muschel gefunden, eine ganze Muschel, weil bis jetzt waren es immer nur diese kleinen Teile da, zersplittert. Die spült das Meer an, super Sache. Aber so wie es jetzt ausschaut, habe ich das erste Mal eine ganze Muschel gefunden. Hier am Strand gibt es noch eine Attraktion, und zwar die unter Naturschutz stehende Mittelmeer-Karettschildkröte. Die kommt auf diese Strände hier, besonders hinten am Sandstrand, und legt dort ihre Eier ab. Ich habe so ein Gelege gesehen, das wird von Biologen extra gekennzeichnet, da ist ein Zaun rundherum, so ein kleiner und sicherheitshalber, damit diese Schildkröten ihren Rückzugsort haben. Wir Menschen nutzen diese Region hier und ist okay. Aber ich finde es toll, dass es die Möglichkeit gibt, für diese unter Naturschutz stehenden Schildkröten auch ja, ihre Aufzucht zu machen. Wobei, die legen die Eier und dann sind die Schildkröten dahin und dann kommen die Babyschildkröten und gehen ins Meer und versuchen dort zu überleben. Einheimische und Leute, die länger hier sind und öfter auch schon hier waren, haben mir gesagt, dass man beim Schnorcheln diese Karettschildkröten auch immer wieder sieht. Das ist gar nicht mal so selten, dass die da vorbeischwimmen, und das hat natürlich auch was. Es ist ja insgesamt sehr friedlich und ruhig hier. Aber der Platz, wo ich da jetzt gerade bin, der hat noch einmal ein gewisses Extra. Vom Haus ungefähr 5, vielleicht 10 Minuten, wenn du langsam und vorsichtig gehst, was du auch tun solltest, denn du gehst ein bisschen über die Klippen und ein bisschen über die Felsen, kommst du hierher und bist direkt, wirklich ganz direkt, über dem Wasser. Ich kann hier nach unten schauen und kleine und größere Fische sehen. Das Rauschen, der Wind. Und mir kommt so vor, als würde ich auf einem Schiff sitzen, aber ohne Schaukeln. Der Horizont. Ruhe einfach, ja. Und auch wenn du es nicht glaubst, auch mein Leben ist ziemlich kompliziert und sehr ereignisreich. Und das ist so ein Platz, insgesamt hier so ein Platz, wo man einfach aufgrund des Klimas, aufgrund der Gesamtsituation, auch der Leute und Menschen, einfach zur Ruhe kommt. Und genau der Platz hier, der hilft dann noch einmal ganz besonders mit. Dieser wunderschöne Platz, der heißt Sundowner. Ja, Sundowner, habe ich auch jetzt erst gelernt. Und zwar, das ist ein Platz, wo man gemütlich sitzen kann, den Sonnenuntergang genießen und sich ein Gläschen genehmigen kann. Eigentlich trinke ich ja kein Bier, aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Also, Prost! Jetzt gerade ist die Sonne untergegangen und das ist für mich immer die schönste Tageszeit. Egal ob auf Waldurlaub in Österreich, in den Bergen oder hier in Griechenland. Für mich hat das was, das Licht und das Ambiente. Aber besonders hier jetzt in Griechenland hat dieser Sonnenuntergang, dieser Abend etwas, weil es ist ein paradoxer Zustand. Es ist angenehm warm und trotzdem kühl. Ich bin jetzt Anfang Juni hier. Wird untertags sehr, sehr heiß. Also wirklich sehr, sehr heiß. Also aufpassen, unbedingt Sonnencreme, Sonnenschutzfaktor 50 einpacken oder wie ich immer mit einem Leiberl herumlaufen und mit einem Hut. Aber das brauchst du jetzt nicht mehr. Und es ist warm und kühl zugleich. Es ist jetzt so angenehm. Es ist großartig.
Und ich mag jetzt noch das Meer genießen und dich einladen, deine Fragen zu stellen, entweder hier auf YouTube oder gerne per Mail an unsere E-Mail-Adresse. Ich gebe dir unterhalb von dem Video den Link, du wirst die Kontaktdaten finden, wenn du dich auch interessierst, hierher zu kommen und diese Ruhe und dieses andere Klima und diese andere Form des Seins zu spüren. Und ich will es noch einmal sagen, dieses Objekt hier ist aus dem Grund großartig, weil du hast nur 1,5 Minuten, also 70 Schritte runter zum Meer. Du hast direkten Zugang. Es ist sehr privat. Es ist jetzt nicht hundertprozentige Alleinlage, aber es ist trotzdem privat und nicht überlaufen. Ein Ort, an dem man zur Ruhe kommen kann. Ich bin das auf jeden Fall. Und ein Ort, an dem man mal die Seele baumeln lassen kann. Für mich sehr angenehm, weil es einmal auch Stunden gegeben hat, wo ich nicht gewerkelt habe und was schnitzen und was tun und was machen, sondern einfach die Seele baumeln lassen. Und da ist dieser Platz hier auf meeresurlaub.at ideal. Also, wenn du Fragen hast, dann stell sie. Teil bitte auch dieses Video. Wenn du jemanden kennst, der Griechenland mag oder mal eine Auszeit braucht, denk dran, teil das Video. Das war's, dein Rainer Rossmann. Und ich entlasse dich mit einem Blick raus aufs Meer. Bis dann und ciao, ciao.